Da ist der Anpfiff zum dritten Spieltag in der U19 Rheinlandliga der TuS Mayen hier zu Hause im Nettetal gegen den JFV Wittlicher Tal. Und die Gäste hier in Weiß, die machten am Anfang auch schon ordentlich Druck hier mit der ersten Möglichkeit. Sie versuchten sofort das Zepter in die Hand zu nehmen und so traten die Gäste auch hier auf. Die Gäste, die zeigten es dann hier mit einer Möglichkeit, aber der Ball geht weit übers Tor. Dennoch Glück für die Mainer Hintermannschaft, die so ihre Probleme mit den Gästen hatte. Aber der TuS Mayen setzte Nadelstiche, man kam auch im Strafraum hier zu Möglichkeiten, aber es war einfach nicht präzise genug. Das erinnerte so ein bisschen an das Auswärtsspiel in Linz, wo man ja in der ersten Halbzeit viele Möglichkeiten vergab. Auch hier wieder eine Möglichkeit, erst der Schuss wird abgeblockt, dann kommt der Schuss aus der zweiten Reihe. Und knapp am Tor vorbei, auch hier eine Möglichkeit in Führung zu gehen. Noch behielt man die Nerven auf der Bank, aber es sollte jetzt erstmal eine Trinkpause geben, denn es war doch relativ warm. So gab es die Möglichkeit für das Trainergespann um Tobias Uhrmacher und Christopher Bukomabi, die Jungs nochmal einzustellen auf die robusten Gäste, die sich bis dato hier wirklich gut verkauft hatten. Der TuS Mayen versuchte immer wieder seinen schnellen Spieler Julian Schäfer einzusetzen und auch Arthur Ossibald hier mit einem Foulspiel. Er wollte zeigen, dass auch der TuS Mayen dagegen halten konnte, aber das war doch ein bisschen zu robust, folgerichtig die gelbe Karte. Die Wittlicher standen dem nicht nach. Hier ein erneutes Foul an Julian Schäfer. Der arme Kerl musste heute eine Menge einstecken. Auch hier die gelbe Karte. Man sollte sich doch auf das Fußballspielen wieder besinnen. Die Hausherren wieder mit einem Angriff. Aber hier der Abschluss mal wieder. Naja, man hat es gesehen. So ging es in der ersten Halbzeit rauf und runter. Auch hier die Wittlicher. Aber auch der Abschluss kein Problem für den Keeper vom TuS Mayen. Wittlich im Angriff. Hier setzte man sich schön durch, jetzt hat er Platz und er knallt das Ding einfach mal drauf und Glück gehabt für die Mainer. Die Latte rettet. Dann eine Freistoßsituation, ebenfalls für die Gäste. Der Ball kommt herein, aber jetzt ist der Mainer Schlussmann auf dem Posten und kann den Ball noch klären. Jetzt die Gäste bleiben dran. Ein weiter Einwurf in den Strafraum. Und die Mainer können den Ball nicht klären. Und dann kommt er an hier in der 42. Minute und schiebt den Ball zur 1:0 Führung rein. Ja, meine Güte, was war denn da in der Hintermannschaft los? Was für eine bittere Pille für die Mainer und die Wittlicher. Hier erneut mit einer Möglichkeit, aber er setzt den Schuss neben das Gehäuse. Das war ganz knapp hier für die Mainer, noch vor der Halbzeit mit 2:0 ins Hintertreffen zu gelangen. Und Mayen war sichtlich angefressen, versuchte man hier mit einer Riesenmöglichkeit zum Ausgleich, aber auch hier hat man die Chance liegen gelassen. Das ist schon der Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Spielstand noch 1:0 für die Gäste. Der TuS Mayen nahm zur Halbzeit einige Wechsel vor und die griffen auch direkt, denn der TuS Mayen fing nun an, hier Fußball zu spielen und wollte auf den Ausgleich drücken. Und man kam auch zu Möglichkeiten. Der TuS Mayen erneut bemüht, der Ball wieder im 16er, aber alles zu kompliziert, ein Gestochere, keine klare Linie zu erkennen, auch hier einfach der Ball blind rausgeköpft und so verlor man wieder Raum und natürlich auch Zeit. Man bemühte sich zwar, aber irgendwie war hier der Faden gerissen. Dass man dann auch bei eigenem Ballbesitz die Bälle verlor und damit die Konter für die Gäste einleitete. Hier eine hundertprozentige, will man fast schon sagen, aber der Abschluss auch kläglich. Aber immer wieder konterten die Gäste die Mainer aus und versuchten dann hier das 2:0 zu machen. Aber auch hier, meine Güte, ganz frei vom Tor. Ich hätte fast gesagt, den hätte ich doch schon mit der Picke reingemacht.
Szenen sind hier fast ungeschnitten. Es ging wirklich rauf und runter. Man kann ja nicht sagen, dass der TuS Mayen nicht bemüht war. Jetzt wieder hier im Angriff. Der Ball wird auf außen verlagert und dann wunderbar reingespielt ins Zentrum. Und dann ist man durch. Und eine Riesenchance hier für Leon Söhn. Meine Güte, wie kann man den Ball denn da drüber schießen? Das war doch die Möglichkeit hier zum Ausgleich. Chance um Chance jetzt für die Mainer. Wenn es doch so aus dem Spiel heraus nicht geht, dann vielleicht bei einer Standardsituation. Hier ein Eckball. Da kommt die Ecke rein und ein Kopfball. Oh, an den Pfosten. Der Ball war nicht drin. Meine Güte, jetzt kommt noch Pech dazu. Mayen wieder mit einer Standardsituation. Hier ein Freistoß. Und dann schauen wir uns mal an, was aus diesem Freistoß passiert. Der verpufft, der Ball wird geklärt. Mayen bleibt noch im Ballbesitz, aber jetzt schaut man sich mal diesen katastrophalen Pass an, direkt in des Gegners Füße und der wird nach vorne gespielt und schon sind sie durch und 1 gegen 1, aber da kommt dann von hinten noch ein Mainer und kann in letzter Sekunde vom Einschlag klären. Das wäre wohl die Entscheidung gewesen. Dann war Schlusspfiff im Nettetal. Der TuS Mayen verliert mit 1:0 gegen JFV Wittlicher Tal.